Die Deutschen sind einmarschiert. Von nun an steht die Slowakei unter dem Schutz des Deutschen Reiches und uns, die deutschen Kinder aus der Slowakei, schützt nur mehr der Führer. Und zwar vor jedem, der uns etwas Böses will. Jetzt gerade vor den Partisanen. Wir werden nach Ernstbrunn in ein KLV-Lager evakuiert. In Österreich und im tschechischen Riesengebirge gäbe es viele solcher Kinderlager. Seit Jahren würden die Kinder aus den zerbombten deutschen Städten dorthin gebracht, erklärte Frau Eisler, als sie uns in der Klassenlehrerstunde darüber informierte und aufforderte, es in unser Hausaufgabenheft einzutragen. Wegen der Partisanen und der gesprengten Brücken und Tunnel müssen wir zuerst nach Zakopane fahren. Dort steigen wir in einen Sonderzug. Der Heimatschutz und die Wehrmacht stellen bewaffnete Begleitung. Uns kann auf der Reise also nichts passieren. Auch für den Reiseproviant ist gesorgt. In großen Kisten nehmen wir Unmengen von Lebensmitteln mit. Sicherheit, Unterricht nach Lehrplan. Alle deutschen Schüler kommen mit. Die slowakischen und ungarischen Schüler bleiben. Höchstens ein Vierteljahr. Und wir kehren zurück. Hier dagegen gibt es Überfälle durch Partisanen, Plünderungen, Morde und die nahende Ostfront. Eltern, die ihren Kindern wirklich Gutes wollen, können nichts gegen die Evakuierung einwenden. Auch wenn sie Deutsche ist, sie ist schließlich ein Kind, ihr Platz ist in Gefahr. An der Seite ihrer Mutter. Mama versucht, mich trotzdem zu Hause zu behalten, aber Verordnung ist Verordnung, Pflicht ist Pflicht. Papa kauft mir im Laden von Herrn Mandl einen nagelneuen Rucksack. Ohne ein einziges Wort legt er ihn auf den Esszimmertisch, dann geht er weiter seinen Angelegenheiten nach. So ist er eben. Man kann ihm nicht widersprechen, nicht mit ihm streiten. Er denkt sich etwas aus und handelt augenblicklich. Ich weiß nicht, was ich will. Gerlinde, Trudi und Zilli kommen mit, Kinga und Jarinka nicht, auch Peter bleibt. Doch für die Partisanen sind alle Deutschen Feinde, sogar die Kinder. Und betrachtet man die Sache so, dann ist es jetzt wirklich gefährlich, eine Deutsche zu sein.